Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Los geht es mit einem Film aus Russland, was ja sehr selten ist, dass wir russische Filme im Kino haben. In Cannes im Wettbewerb schon begeistert gefeiert, Leto von Kirill Serebrennikov. Beschreib doch einfach mal dein ideales Konzert. Also das ideale Konzert. Ein Stadion mit Tausenden von Menschen. Dieser Film von Kirill Serebrennikov führt uns zurück in die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre in Leningrad. Dort erleben wir die Underground-Szene. Zwei legendäre Musiker, die leider beide nicht mehr leben, nämlich Viktor Tsoi und Mike Naumenko, lernen sich beide kennen. Beide sind sehr aggressive, sehr wilde Musiker. Sie verlieben sich in die gleiche Frau und das ist das große Problem. Ihre junge Freundschaft zerbricht daran fast. Und dieser Film ist aber mehr als eine tragische Dreiecksgeschichte. Er zeigt uns vor allem eben diese wilde Szene. Das ist ja in der Zeit noch vor der Perestroika, aber es gab diese Szene sehr wohl und sie wird uns hier geschildert in wunderschönen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, sehr detailreich, verrückte Animationen, mitreißende Musikaufnahmen und neben all dem, was der Film eben an Zeitkolorit zeigt, ist es aber eben auch ein universeller Film, denn es geht um die Fragen, die sich ja jeder Künstler stellen muss. Kommerzialisierung, Anbietern an den großen Erfolg oder sich selbst treu bleiben, also Fragen, vor denen jeder steht, der Rockmusik zum Beispiel macht. Für diesen Film aus Russland, Leto, gibt es vier Rollen. We live in an environment where women are constantly judged. Noch immer wird die Sexualität von Frauen, wird ihr Begehren in vielen Weltreligionen brutal unterdrückt und gleichzeitig werden Frauen auf der ganzen Welt nach wie vor zu Opfern von sexualisierter Gewalt. Die Schweizer Regisseurin Barbara Miller ist losgezogen, hat 5 Frauen auf verschiedenen Kontinenten getroffen, sehr mutige, großartige Frauen, die sich mit ihren ganz speziellen Mitteln eben genau gegen diese repressiven Systeme wehren. Da gibt es eine Frau, die aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York ausgebrochen ist, eine herrlich verrückte Japanerin, Künstlerin, die mit ihren Kunstwerken Tabus bricht und damit auch schon aneckte und vor Gericht stand, oder eine tapfere Frau, die kämpft gegen Frauenbeschneidung. Sie selbst wurde als Kind Opfer eben dieses furchtbaren Rituals. Das Schöne an diesem Film ist, dass er so optimistisch ist, dass er uns Frauen zeigt, die sich wirklich wehren und die zeigen, es ist möglich, aus diesen Systemen auszubrechen. Es ist möglich, sich zu wehren gegen diese Form von sexualisierter Unterdrückung. Für diesen Film gibt es hier 3 Rollen. Dieser Film erzählt die Vorgeschichte des wohl berühmtesten Schrittes in der Menschheitsgeschichte, eben die Mondlandung von Neil Armstrong. Wir erleben das harte Training, Rückschläge, auch den Verlust von Kollegen. Vor allem aber begreifen wir das persönliche Drama dieses Mannes, den Ryan Gosling ganz uneitel, ganz verhalten spielt. Seine kleine Tochter starb nämlich sehr früh an einem Gehirntumor. Diesen Schmerz hat er niemals überwunden, auch der spätere Weltruhm hat ihn niemals geheilt und immer wieder hat er über dieses Trauma gesprochen, es hat ihn ein Leben lang begleitet. Er hat diesen Schmerz auch mitgenommen auf den Mond. Nun gab es schon heftige Proteste gegen diesen Film. Es hieß aus den USA, er sei nicht patriotisch genug. Dabei schafft es der Regisseur Damien Chazelle, der ja auch La La Land inszeniert hat, in diesem Film uns eben diesen Mann ganz nahe zu bringen. Er erzählt von einem echten Menschen mit all seinen Leidenschaften und mit seinem großen Leiden. Und das ist doch sehr viel wichtiger, diese wahre Menschlichkeit, als eine in den Mondboden gerammte patriotische Flagge. Für diesen Film gibt es hier 4 Rollen und dies war es auch schon wieder mit den Radio 1 Filmen der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.